Das war knapp. Warte. Da ist einer. Da ist einer. Da ist der Generator. Den sollen wir zerstören. Hier oben sind auch noch zwei. Da ist Munition. Oh, ich muss zurück. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Sind ganz schön viele hier. Feinde am Boden. Ja, ich sehe schon. So, okay. Y. So. Ich komme hinterher, ne? Ja, vorsichtig. Wo bist du reingegangen? Man wurde auch gesehen. Achso. Also viel, ich bin hinten rum. Einmal drum gelaufen bin ich. Ja, mache ich jetzt auch. Hier vorne ist auch... Kommst ja eh nicht dran vorbei an den Geschützen. Ich meine, eigentlich müsste man da durchklettern können, so viel Platz wieder ist, ne? Ich bin tot. Oh, wo bist du? Ja, drinne. Ja, bist du ganz hinten ganz rum gelaufen? Ja. Okay. Jetzt bleibt er an dem Rohr hängen. Ganz zu viel. Und jetzt? Hier sind Rohre, hier komme ich auch nicht rein. Wie komme ich rein? Komm ich hier rein? 12 Sekunden. Ja, du musst mir mal ein bisschen was sagen. Ja, naja, außenrum, mehr kann ich nicht. Nein, ob da Leute bei dir sind. Ja, natürlich sind Leute. Und wo? Nee, keine Chance. Vielleicht mal ein bisschen warten. Warten ist was für alte Männer, ne? So ja, ja. So. Los, jetzt gleich fertig machen alle hier. Warum hat das Auto keine Bereifung? Hat das gebrannt? Wann wir das? Hier ist ein Dokument. Ja, das ist doch schön. Das nehmen wir gleich mal. Boah, wir spawnen noch am letzten Scheißende, Alter. Was ist das hier? Abschuss bestätigt. Ist ja lustig. Es geht aber noch. Wir sind schon weiter weg gespawnt. Da zum Funkturm müssen wir, ne? Ja. Aber hier sind auch gleich Motorräder rechts. Ja, brauchen wir die jetzt noch? Das sind 500 Meter. Ja klar, wir müssen außen rumfahren. Du willst jetzt die Motorräder klauen? Ja. Und die machen nix? Okay, ich fahre. Ab dafür. Wir müssen bis an die Zähne bewaffnen. Ich habe auch keine Zähne. Die nehme ich immer raus beim Einsatz. Wir hätten auch den hier nehmen können, guck mal. Oder den hier, guck mal. Das ist doch wohl ein Idiot! Boah, Alter. Das kann nicht sein. Kannst du 10 Minuten spielen, ohne zu sterben? Wieso das denn? Macht das einen Sinn? Ist nicht. Ich bin an Stein hängen geblieben. Also, das ist doch wohl lächerlich. Das war knapp. Siehst ja, wo das Motorrad liegt. Du bist da auch hochgefahren. Hast du Aufklärung? Ja, wenn du mir Zeit lässt. Drohne fliegt. So, und lauf nicht, stürz nicht rein, ne? Bitte. Gar keiner zu sehen hier. Da ist einer. Hier im Haus sind welche. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Da sind noch zwei. Besonders bei mir jetzt am Haus, ist richtig. Du bist hier. Ja, hier kann ich nichts sehen. Super. Die haben noch... Der ist weg. Im Haus drin, selber ist noch einer drin. Der hatte ich, glaube ich, bemerkt. Guck noch mal weiter. Gut, ich komme hinterher. Habe ich die mit Schalldämpfer? Ja. Pass auf. Ich hab schon Leute ohne mich umgelegt, aber. Keine Garantie mehr. Der ist weg. Hier sind auch noch zwei.
Der Tango ist hin. Hier ist noch irgendwas. Bist du im Haus? Ja. Ich bin ganz oben, ja. Ja, hier ist gute Deckung und so. Hier ist und das Missionsziel. Und unten ist Muni. Und hier liegt auch noch was? Ich hack das Radio so. Ich jage alles direkt zu Bowman. Dranbleiben. Bowman, hier Nomad. Ich schicke Ihnen Nachrichtenlog seiner Kartellfunkstation in Montauk. Mit etwas Glück findet sich darin der Name des Kartellausbilders. Ich bekomme sie gerade. Warten Sie. Nichts. Hier sind keine Hinweise auf unseren Mann. Aber etwas anderes ist interessant. Die haben Suchtrupps losgeschickt, um einen Deserteur zu finden. Einer der Rekruten ist vor ein paar Tagen ausgebüxt. Sie glauben, er ist noch in der Gegend. Wie soll uns das helfen? Wenn er Zeit im Ausbildungsprogramm verbracht hat, besteht die Chance, dass er unserem Mann begegnet ist. Und der Deserteur kann uns seinen Namen sagen? Finden Sie es heraus. Oh, hinter mir. Scheiße. Ja, wir müssen hier irgendwie hinkommen. Warte. Mir geht's gerade nicht so gut. Da habe ich jetzt wieder nicht mitgerechnet. Ich denke, ich bin schlau. Und ich habe hier irgendwie so einen kleinen Ekelviecher. Gibt wohl doch anderes Wetter am Wochenende. Das Gebiet ist halbwegs safe. Ja, den Generator müssen wir noch kaputt machen, ne? Den müssen wir nicht zwingen. Warum? So, ich bin im Auto. Oh, die Ressourcen. Die müssen beschädigt werden. Der Strom ist aus. Letztens gesehen, in Deutschland wollen sie jetzt anfangen, so eine Fake-Baustellen, also halt Baustellen, aber auf denen halt keiner arbeitet so richtig, um halt Raser auszubremsen. So. Hä? Echt jetzt? Ich weiß nicht, ob die das umsetzen, aber das habe ich... Ist das jetzt echt so, oder ist das vom Postillon? Nee, von der Welt. Und das war kein satirischer Beitrag? Nein, das war Welt oder, Welt oder Spiegel. Ja, die machen auch manchmal Quatsch. Ja? Mhm. Warum nicht? Auf jeden Fall nicht vom Posten, ja. Der ist ja bekannt für so eine Quark. Ja, hab ich schon gesehen. Hat ja, und denn vor allen Dingen, wenn sie dann immer veröffentlichen, dass Leute, die da drauf reingefallen sind, das sind ja nicht immer nur Prominente wie Frau Storch zum Beispiel, sondern auch andere, das finde ich dann immer witzig, die das dann für bare Münze nehmen. Ja, ich sag da nichts zu. Das sind drei Fußgänger, die kannst du überfahren. Okay, wir müssen... Was ist da hinten? Der Suchtrupp? Ich sehe einen Suchtrupp des Kartells. Nee, wir müssen ihn verhören. Wir schnappen uns den Anführer. Ich will herausfinden, was er über den Deserteur weiß. Alles klar. Er sieht uns. Holt ihn euch. Er will abhauen. Das Auto kaputt. Mach das Auto kaputt. Okay, hab ihn. Bring die anderen um. Sprich mit mir, Pendejo. Wer ist der Deserteur, den ihr sucht? Ein bisschen war die Kontrollierer, der aus dem Ausbildungslager abgehauen ist. Der Boss will, dass wir ihn eigentlich separat statuieren, damit keiner dieselbe Idee hat. Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen. Und wo ist der kleine Schisser jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind dicht dran. Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben. Wo ist dieser Suchtrupp? Rede und vielleicht lasse ich dich gehen. Okay. Wir nähern uns dem Deserteur. Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde. Vielleicht finden wir ihn. Nee, nicht. Na gut. Ich? Oh, ist doch egal. Wie ist das denn? Es ist so dunkel, Alter, ohne Nachtsicht. Ich habe gar keine Nachtsicht an.
Auch nicht, aber wenn man muss man eigentlich was anhaben. Naja, jetzt habe ich sie angemacht, damit ein bisschen was zu sehen ist. Ja, es ist halt echt dunkel. Drin. Ja. Vor allen Dingen, wenn man kein Licht anmacht beim Autofahren, ne? Ist Licht an. Ah. Ah. Schöne Musik. Oh. Oh, fahr bloß weiter. Fahr bloß weiter. Nicht hier bleiben. Nicht hier bleiben. Fahr. Ah. Fahrmodus. Hallo. Das Auto ist auch nicht so schnell. Nee. Aber da waren ganz viele böse Jungs. War zu sehen. Da fliegt wieder ein Hubschrauber. Mach mal Licht aus. Wir müssen getan bleiben. So ist gut. Naja, geht noch. Irgendwann ist die Motorhaube sowieso ab. So, hier ist der zweite Suchtrupp. Fährst du? Also ich sehe noch einen Suchtrupp. Ja, warte, ich setze mich hier hinter dem Stein. Ach nee, die sind ja hier gleich. Finden, bevor die es tun. Verstanden. Sag Bescheid, wenn du losballerst. Drittes Ziel. Wir kennen ja, wir sollen ohne entdeckt zu werden. Ach so, aber da ist nicht der Typ, den wir suchen sollen, ne? Irgendwo hier ist der. Da drüben sind auch noch zwei. Warte mal kurz, wenn ich mich mit der Sniper richtig hinstelle, vielleicht kriege ich die beide Auto. Also ja, dann bleibe ich hier erstmal in Deckung beim Stein. Pass mal auf, was die Jungs hier vorne tun. Da kommt noch ein dritter. Warte, ich leg mich hin. Ja. Simultanabschuss verfügbar. Die kommt zu ja, dir. Das ist ja nur was für. Du, die kommt zu dir. Die kommt zu dir. Lass er zu mir kommen. Die kommt zu dir. Tango getroffen. So, alle tot. Sehr schön. Den anderen konntest du nicht sehen, war schon zu weit weg ab am Stein, ne? Ja, ich hatte noch warte, einen halt. Warte, ja, macht ja nichts. Ich hatte hier die anderen beiden im Blick. Da oben. Ah, gut. Ich habe jetzt auch erhöhte Position. Ja, ich sehe das. Ziel eliminiert. Guck nach Leuten, die einzeln stehen, ne? Du und, oder ich. Ja, beide. Ja, da hinten. Ne, die stehen zu zweit. Ah, hier ist ein Scharfschützengewehr. Das könnte ich eigentlich nehmen, ne? Ist das mit Schalldämpfer? Kann ich das nehmen? Ne, ich kann es nicht nehmen. Jetzt, gut. Der Tango ist hin. Da sind noch zwei Stück. Drei. Von den rechten. Drei. Dahinter ist noch einer. Ich habe ihn markiert. Warte. Zwei. Weg. Gar keine. War das der Suchtrupp? Einer ist hier irgendwo noch. Also ich glaube, ja, also ich weiß nicht, so viele Leute, wie wir jetzt hier unbemerkt umgenockt haben. Einer muss noch, einen müssen wir noch nicht markiert haben. Erhöhte Position wieder. Da kommen meine Freunde oder unsere Freunde. Quítate, pendejo! Verschwinde! Kapiert? Ich töte dich! Hier ist er nicht. Ich schwöre es! Wer spricht denn hier? Ich sehe das Paket. Los geht's! Ah. Ich hab ihn. Klappe. Ja, ich hab jetzt ihn auch gehört. Du hörst zu. Nicke, wenn du mich verstehst. Vorwärts. Ey, passen. Danke, dass ihr uns in den Auto da lässt. Willst du fahren? Nee. Oh, der muss die Waffe wechseln. Oh, wow. Na egal. Entschuldigung. Bitte, ja, das hat sich so angeboten. Zurück. Netta, por favor. Ich bitte Sie. Ich halte das nicht aus. Hören Sie, no lo aguanto. Ich kann nicht. Schrecklich. Was habe ich nur getan? Hat der etwa ein Gewissen? Oh, 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 oh. Au, 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 au. Ah, da kommen Freunde. Was ist da? Scheiße. Alles gut? Die haben sich, glaube ich, selbst blockiert, ne? Kommen sie wieder? Ja, sie kommen wieder. Scheiße. 21 Kugeln.
Ich kürze ab. Es muss gelingen. Ja! Komm, Emilio, ach so. Ich will dich jemandem vorstellen. Hast du ihn schon rausgenommen? Nee. Wo ist er denn? Wo ist der Typ? Geh einfach auf sichern. Ja, ich kann hier. Ist er nicht mehr im Auto? Einfach zur Tür und sichern. Hab ich nicht mehr hier. Ach so. Ach Mensch, sag das doch, dass du ihn schon raus hast aus dem Auto. Ich habe ihn im Auto gesucht. Sie wollen weg vom Kartell, Emilio? Ich mach das möglich. Dafür brauche ich was von Ihnen. Aha. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augen kalt wie Stein. Es malo sogar die Wachen fürchten ihn. Und wie heißt er? Einer der Ausbilder nannte ihn Bookhart. Karl Bookhart? Kennen Sie den Karl etwa? Es gab einen Sergeant Bookhart bei den Rangers 2003, damals im Irak. Haben mal zusammen gearbeitet. Shit. Zurück zum Team. Ich werde mal bei Langley checken, was die so zu Bookhart haben. Ein Söldner? Emilio hat einen Namen ausgespuckt. Karl Bookhart. Ist der Amerikaner? Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Wir haben zusammen gedient. Ein Ranger? Nein, auf keinen Fall. Bowman überprüft das gerade. Sie meldet sich, wenn sie sich sicher ist. Na? Hast du gerade dein Damenbart gekrault? Sag mal was. Oh! Ich habe Informationen über Karl Bookhart. Sie hatten recht. Er war wohl mit dem 3. Bataillon des 75. Ranger-Regiments 2003 im Irak. 2006 wurde er entlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Ich schätze, er ist noch gut in Form. Laut unserem Deserteur befindet er sich in einer Basis in der Tuzapata-Silbermine. Finden und töten Sie Bookhart. Das liegt das Kartell-Ausbildungsprogramm für Monate auf Eis. Ja, ach, du hast ein Video geguckt? Nein, das ist nur eins verfügbar, falls du das bekommst. Ah, jetzt, Video verfügbar? Gedrückt halt, ne? Ja, ich hab schon. Sei doch mal ruhig. Bereit machen. Ungerade links, gerade rechts. Konzentriert euch, verdammt. Karl Bookhart, ehemals Sergeant, 3. Bataillon, 75. Ranger-Regiment, geborener Killer. Zeigt, was ihr könnt, ihr Schwuchteln! Macht mich geil! Los, los, los! Ab 15 war Karl ständig im Jugendknast. Die Akten sind geschlossen, aber das Muster ist bekannt. Mit 18 stellte ihn ein Richter vor die Wahl. In den Bau oder in die Army? Bookhart blühte in der Army auf. Nach Absolvieren der Ranger School ging er 2003 mit dem 3. Bataillon in den Irak. Er hatte seinen Platz gefunden und wollte Karriere in der Army machen. Und dann fuhr seine Patrouille 05 in Ramadi auf eine Mine. Bookhart fand sich im Zivilleben nicht zurecht, hatte nie lange einen Job und geriet wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er zählte überall, wie die Army ihn fertig gemacht hätte. Schließlich verbrachte er immer mehr Zeit in Juarez. Gott weiß, was Bookhart da unten suchte. Aber schließlich begegnete er El Muro, dem Sicherheitschef von Santa Blanca. Bei einem Bier, vielleicht auch einer Line, erzählt Bookhart aus seiner Army-Zeit. El Muro ist beeindruckt. Er erkennt Talent, wenn er es sieht. Er bietet Bookhart den Job an, die Armee des Kartells in der Provinz Montuyoc auszubilden. El Moro will sie zur besten Truppe dieser Art in ganz Südamerika machen. Und Bookhart ist genau der Mann, den er dafür gesucht hat. Ein Mann, der Gefechtsübungen abhalten und zeigen kann, wie man einen G36 in 2 Minuten auseinandernimmt. Ein Mann, der aus Narcos Elite-Soldaten macht. Okay. Oh, da eben kamen erst die Texturen. Das sah ein bisschen komisch aus. Oh. Wir haben seinen Standort. Was ist denn das? Ach, das ist... Oh, hier oben ist ein Scharfschütze. Okay. Gut. Ach, du bist... Entschuldige, ich hab dich total ignoriert. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Hast du die Mission schon ausgewählt? Ja, ne? Ich kann keine Mission auswählen. Ja, indem du auf M drückst. Also einmal kurz auf M und dann auf die Wir Karte Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren.
Ein ehemaliger Army Ranger namens Carl Bookhart. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden. Mein Gott, hier riecht's wie im Schlachthaus. Was für ein Training macht Bookhart hier? Das Erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, wie es ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen, manchmal kleine Kinder. Die Rekruten wissen, wenn sie zögern, sind sie selbst dran. Oh Gott. Tango getroffen. Oh, da sind drei Stück. Ja. Ich. Eine. Eine, da oben ist noch einer. Warte. Gut, der andere, der weiß zwar, dass hier wer ist, aber er weiß nicht wo, ne? Jetzt weiß er es auch nicht. Und hier sind so viele Fässer. Weißt du, wie das wehtut? Ja. Ich hätte die alle hochgejagt. Und den Eimer habe ich auch umgeschmissen. Fake. Nicht da. Oh, das war ich nicht. Ich glaube, jetzt wissen wir, dass wir hier sind. Hinter uns. Geh weiter rein. Ja, die hinter uns sind erstmal weg. Ah, dachte ich. Ja, die wissen jetzt nicht, wie sie. So, logisch. So, okay. Tango ist tot. Ja, dann kann ich aber jetzt auch die andere nehmen, ne? Ja, genau. Die zieht bisschen, die verzieht ein bisschen weniger. Warte. Hab ihn. Ich auch. Ich glaube, das war's. Ich glaube nach. Da ist. Ich weiß nicht, da. Nee, täuschte. Eine optische Täuschung. Ich sehe Bookhart. Ziel markiert. Ah, gut. Ein Drecksack weniger. Siehst, ich sehe eine montierte Waffe. Wir haben ihn. Er ist tot. So sollte kein Ranger sterben. Bookhart wollte es so. Vergiss das nicht. Wir mussten das tun. Gute Arbeit, Montioc. Bookharts Tod wird das Ausbildungsprogramm des Kartells empfindlich stören. Santa Blancas beste Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren, was in Bolivien passiert. Nun schlagen wir endlich zurück. Weiter so. Ein Video, warte. Was ist das? El Muro würde versuchen, mich zu töten. So wie ich ihn töten würde. Schwarz ist für Rache. Weiß ist für Sicherheit. Gold ist für Erfolg. Aura. Wie soll eine Heilige widersprüchliche Gebete von zwei verschiedenen Männern hören? Meiner Erfahrung nach erhören Götter immer denjenigen mit dem meisten Geld, den meisten Männern und der größten Macht. Ich hatte den Mann verloren, dem ich immer trauen konnte. Mirmano. Wie viele Männer würden ihm ergebener sein als mir? Würde die Macht dir mitnahm? Hey, hast du das abgebrochen? Nee. Ich brauche keine Videos ab. Kann ich. Ja, weil mein Video. Ach, ich bin tot! Oh. Hilfe! Ich auch. Hilfe! Ich habe nicht drauf geachtet, ich war in den Menüs. Ah. Scheiße. Naja, bloß. Ja, das, man hätte das Video auch nachher angucken können, ne? Selber schuld. Naja, gut. Wollen wir erstmal sonst eine Pause machen? Ja, können wir machen. Wir spawnen ja jetzt sowieso wieder. Aber warte, bis wir gespawnt sind, ne? Ja, alles gut. Ja. Schnelle Drehung. So. Weißt du was? Dann werde ich jetzt auch erstmal in die Menüs gehen. Was habe ich denn hier? Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Was passiert denn, wenn ich hier auf Tab drücke? Interessant.
So. Wo kriegen wir, wo war das mit den Punkten? I? Fähig. 30 Fertigkeiten verfügbar. Waffe. Granatwerfer. Munitionskapazität. Reicht das nicht? F, um die nächste. Nein. Kann ich jetzt? Nee. Erhöht die Maxim. Erhöht. Ach, das kann ich nicht. Na gut, dann gehen wir mal auf Trupp. F um die nächste. Das kann ich auch noch nicht. Ich wollte jetzt. Ja. Nein, ich. Ja, dann mache ich das mit den. Ich wollte Wiederbelebungstempo erhöhen. Das geht nicht. Da fehlt mir was. Ich sehe das schon. Körper, Objekt, Fallschirm. Fallschirm habe ich aber ausgerüstet. C4, Wärmebild. Fernglasaufklärung. Ja, das ist auch wichtig, ist auch gut, ne? Man kann es auf jeden Fall nicht. Hä? Ja, lautloser Lauf. Aha. Ach, jetzt habe ich nicht mehr genug Punkte. Na gut, wir machen dann beim nächsten Mal weiter, ne? Jo. Oh, ich bin wieder mit meinen Freunden. Mit Midas und Holt und Weaver. So, wir spielen jetzt alleine weiter, ohne Herrn Kedos, ne? Hahaha. Gut, tschüss. Tschüss.